Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Ghost Recon Wildlands. Mit den drei Jungs, dem guten Happy Tao, Bruce und Snipes in meiner Wenigkeit. Hola. Arr. Hallo. Alter, diese Karre. Ja, unsere Karre wickelt voll, ey. Wir haben gerade vor, zum Grenzposten zu fahren, den habe ich mal markiert. Ich habe wunderschöne Radiomucke hier drauf. Ich habe einen Typen, der labert. Ja, jetzt auch nicht mehr. Voll Radio ausgemacht. Was die Zivilisten überfahren. Holy shit, dieses Ding lässt sich voll nicht steuern. Ist leicht anstrengend, das zu fahren. Und ist wahrscheinlich jetzt auch. What the f- Oh, lol. Oh, ja. 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 So geht's, ne? Und die auch da runter? Ja. Gibt's schon, wollte ich schon nachvollziehen. Ja. Hey, alles im Plan, alles im Plan. Oh, jetzt sind wir das. Oh, ich glaube, ihr Auto ist ein bisschen schwerer als unseres, Ralf. Ich glaube, hier gibt's eine Schießerei, Jungs. Ja, da vorne ist auch Uni da. Meine Drohne los. Mach das mal. Das Wetter ist ja genauso wie bei uns gerade. Gewitter, Blitz und Donner und Regen. Habt ihr auch so geiles Wetter? Ja. Hab ich gewittert oder was? Ja, richtig. Knapp daneben. Wenn wir wissen, wo das herkam. Oh, okay, shit. Der Rebellen hat da sowieso gerade im Griff. Oh, was liegst du denn da unten? War meine Munition leer oder warum habe ich nicht mehr geschossen? Du hattest einfach keinen Bock mehr auf Krieg. Oh, meine Munition ist leer. Munitionskiste ist hier drin. Hebt ihr doch der Blinker? Oder ja, der kommt wieder. Oh shit. Ja, aber gibt doch noch ein paar Rebellen. Ja, es war ein Zivilist und Alter. Boom. Ja. Ein Déjà-vu. Bitches. Wir sollten hier abhauen vielleicht. Ja, gehen wir mal zu unserem Ziel Richtung 1 Kilometer Fußmarsch. Erst Chaos verursachen und dann stiften gehen oder was? Ja, wir haben doch jetzt die Rebellen hier. Unidad kämpft gegen die Rebellen. Wie lautet der Plan? Weggehen. Verloren. Sniper, 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 ja. Sehr zweites Ziel. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Okay, wir haben wieder Spaß mit Heli. Ach du Scheiße. Oh, der Heli hat mich gesehen. Ja, nee. Alles okay. Kümmern mich um den Heli. Okay, einen habe ich dann weg. Heli down. Wow. Wir haben den Schalter, alles sauber hier. Schön. Karwum. Sehr schön. Das war super, ja. Bern. Alles sauber. Hat auch was zu Fuß hier rumzulaufen. Ist schöner als mit dem Auto lang zu cruisen. Ja. Ja, ist voll geil. Seid ihr okay? Mann, ich liebe den Job. So, das ist Feuer. Oh, Feuer. Oh, oh, Wärme. Oh. Das ist lustig, wenn du die Waffe wegsteckst, dann läufst du viel langsamer. Na, was für eine Sauerei. Ich glaube, das kommt dir nur so vor. Muss ich meine Ausdauer aus dem Arsch. Ja. Hey, wir dürfen sogar noch schwimmen. Ich laufe hier voll gegen den Kaktus. Was passiert so da? Ich hoffe, ihr habt Munition mitgenommen gerade. Ja. Ja. Natürlich. Sagt der, der keine Muni mehr hatte, natürlich. Ja. Sunshade, du siehst aus wie so ein Seepferdchen. Schon schön. Das war nicht so mit dem Sunshade, Mann. Ah, ja. Hä, wie bist denn du auf dem Wasser? Rechte Maustaste. Und der Kopf guckt irgendwie immer raus. Bei mir nicht. Sehr verwirrend hier so zu schwimmen. Ah ja, doch, ist komisch, ey. Voll sneaky Swimmer. Das Wasser ist ein bisschen komisch. Ja, das fließt doch bergauf und so. Echt? Ja. Bin schon mit dem Boot ein bisschen rumgefahren. Guck mal, der Flieger war auf der Fahrt.
Okay, wir scouten erstmal, oder? Ab 150 Meter. Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Hey, wir haben den NATO. Ja. Wo hast du sie? Neben dem Container. Setze Drohne ein. Luxuriöses Ressort. In einem glücklichen Naturschutzgebiet. Da ist ein zweites Ziel. Da drüben sind Lichtpaneele. Okay, wir haben zwei Gefangenen im Käfig. Ja. Ein fünfter. Okidoki, hier ist einiges los, ja? Mhm. Und noch nicht alle. Bowman, wir sind in Agua Verde angekommen. Willkommen im Narco-Paradies. Agua Verde war mal ein Nationalpark, aber jetzt ist es nur noch Santa Blanca's Spielplatz für VIPs. Und dieser Narco Junior Casita schmeißt den Laden. Er kann Politiker, Richter und CEOs zur Entspannung und Sexspielchen ran. Wie ist der Plan? Mit dir, sie nicht sehen. Mit es, wurde dir jemand ausgenockt, ja? Casita muss irgendwo eine Gästeliste haben. Hab ich da niedergeschlagen. Haben Sie den Namen? Verstanden. Er kann gleich gucken. Wir sind dran. Kümmerst du dich um den zweiten, Tau? Roman hat uns Infos über Casita geschickt. Der mit deinem Eins markiert ist. Jetzt. Tango getötet. Okay, aufatmen. Unidad Heli, glaube ich. Ich schalte den da in der Mitte aus. Der sieht aus, als würde den keiner sehen. Das war aber ein Fehlschuss. Vor 10 Schuss gebraucht dafür. Unidad Heli, runter, die werden dich sehen. Deckung. Ah, Vorsicht, Heli. Kommt Besuch. General kommt. Ich sehe zwei Sicarios. Würde jetzt nichts verkacken, da ist kein Gewalt. Das Begleitfahrzeug ist nicht gepanzert. Ja. Ja. Die Seite ist aber frei soweit, oder? Ja, ja so, frei, ja. Lass die Rebellen mal nicht frei. Hey, die ballern eh nur durch die Gegend. Ja, eben. In meinem Gebäude. Ach. Und die DAT-Fahrzeug draußen, Vorsicht. Das ist hier mal Schock zu markieren. Check mal. Hacken. Wir haben eine Spur von Casitas Hilfe. Bowman meint ihn auszuschalten, hilft Casita Alarm zu legen. Los geht's. Untersuchen. Achso, neues. Such dir was aus. Nimm mal Fertigkeitenpunkte. Haben wir ja nicht genug. Ja, wir sind jetzt auch im neuen Gebiet, was sehr schön ist. Als erstes neues Gebiet. Oh mein Gott. Gut doch gar nicht. Erstes Mal. Wir haben doch schon zwei, oder nicht? Provinzen. Achso, noch nicht fertig, aber wir waren schon in zwei. So, jetzt haben wir alle auch wieder bei hier. Bei mir? Ja, stimmt, genau, wir waren schon in der Masterarbeit. Alles klar. Shit. Scheiße, der weiß jetzt Bescheid. Ja. Wer weiß Bescheid? Ich habe außerdem gegen die Türraum geschossen. Back. Das war's mit ihm. Der andere weiß auch noch Bescheid. Der weiß Bescheid. Der wusste Bescheid. Das war okay, nichts passiert. Hier ist noch eine Munitionskiste drin. Dieses Gebiet gehört zu Santa Blancas Nachrichtendienst, die Propagandamaschine. Ja? Warum schießt du? Mit ihren Zielen vertraut. Der Mann an der Spitze ist El Cardenal, ein exkommunizierter Priester, der zum Santa Muerte-Anhänger wurde. Er soll außerdem der geistliche Berater von El Suarez sein. Der andere Typ ist Ramon Feliz. War mal ehrlicher Journalist, bis er unerklärlicherweise anfing, Blogs für das Kartell zu schreiben. Haben wir schon mal die Knarren angezeigt in diesem Gebiet? Ziehen wir uns das Video alle rein? What the fuck? Bei mir ist gerade ein Video verfügbar. Schauen wir kurz rein. Ja, ich leider nicht gut bewegt. Alle Priester hören sich gern reden, nicht wahr? Doch es heißt, Reden ist Silber. El Cardenal wusste das auch. Sein Volk war am Verhungern und er wollte irgendetwas tun. Er musste den Armen helfen. Woher die Hilfe kam, war ihm egal. Andere glaubten jedoch, er mache Geschäfte mit dem Teufel. El Cardenal. Er wurde verstoßen, verlor Familie und Freunde. Lo perdió todo. Als ich ihn fand, war er völlig gebrochen. Er sollte bei Santa Blanca die Wahrheit des neuen Glaubens predigen.
Von Geburt an sind wir mit dem Tod verheiratet. Und wir müssen ihn mehr lieben als unser Leben. Heiliger Tod, die Göttin der Finsternis, befreit dich von Krankheit und Übel. Überantwortest du ihr Herz und Seele? Er taufte mich im wahren Glauben. Er berät mich, ist mein Gewissen. Es stimmt. Der Einzige, dem ich voll und ganz vertraue. Ja, Jungs, El Cardinal habe ich mir gerade reingezogen. Ist auf jeden Fall ein krasser Gläubiger, der auch zum Kartell gehört. Ja. Müsste ein neues Ziel werden für uns. Den gut. Haben wir schon was Neues ausgesucht? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, such dir was aus, wenn du was willst, dann Hauptmission unten rechts oder weiter in dem Gebiet bleiben und hier ein bisschen Unruhe stiften? Dann nehmen wir schon auf, Fragezeichen. Seit 11 Minuten. Ich kam mir irgendwie ein bisschen länger vor. Ich habe mir meine Mütze aufgesetzt, bin mit dem Scheißwetter. Machen wir uns einen Fertigkeitspunkt. Nein, aber wenn ich all diese vermeintlich ehrlichen Geschäftsleute in Bolivien sehe, die mit Santa Blanca kokettieren. Ist ihr Kofferraum. Ich glaube, sie haben nicht immer die Wahl. Es ist wie bei uns. Manchmal muss man mit Leuten arbeiten, die nicht ganz so nett sind. Wir haben Sniper uns da gelassen, immer so in den Ball. Ich hab ein Motorrad. Dieser afghanische Warlord, mit dem wir gearbeitet haben, der hat ihn Napoleon getaucht, weil er so klar hat. Der Wichser hat viel Geld kassiert und reichlich Taliban leicht abgeliefert. Aber war der brutal? Wenn ihr schlecht da, was wäre die Untertreibung des Jahres? So wenig. Kann man noch markieren? Santa Blanca Soldaten. Hier ist alles da. Nein, nein, das war jetzt Motorrad. Geh wieder ins Trockene. Tschüss. Jetzt könnt ihr selber fahren, ich fahr Motorrad. Ich fahr dich da nicht, fahr dich da nicht. Komm, Alex. Guck mal, dass ihr auch hier hübsch hinten. Moment. Siehst du das Tau? Hier richtig. Ja, ja. Deine Waffen. Bist du durch? Ja, wenn ich die Waffen wechsle. Wir sind auf der anderen Seite, oder? Ja. Wie machst du eigentlich den Wheelie? Steuerung. Warum haben wir eigentlich die Seite gewechselt? Weil sie es konnten. Hast du auch schon mal so ein Stoppie gemacht, Alex? Nee. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ah, shit. Ich glaub, warte mal, wie geht's denn vorhin? Weiß ich auch nicht, wie es geht. Ah, mit Schiff und... Was? Schiff und warum steckst du aus? Ich hab gar nichts mehr. Achso, gleich. Au! Ich halt was so. Alter, der Zivi! Jetzt das Motorrad genau zwischen den Beinen geparkt. So eine Scheiße. Nein, bei mir lag ich hier vorne. Tschüss. Vielleicht wurde mir schlecht im Kofferraum, der Charakter hat sich gedacht, naja, fahrt das mal. Ja, das kann passieren. Leute, hab ich beide? Okay. Ich hab beide erwischt. Let's get it. Oh, neue Motorräder, Jungs. Das erste was, gleich mal geben. Was heißt denn neue? Das ist meins. Nachschub. Oh. Ey. Jungo, du entspannst dich, ich fahre. Okay, ich hab jetzt nächstes den, als letztes den Nachschub, ey. Kann ich. Voll durchs Motorrad gebacken. Okay, alle mit Steuerung, Wheelie, jetzt. Ja, und mit dem Stoppie könnt ihr auch noch machen. Die Motorrad-Gang. Wie machst du den Stoppie? S und Shift. Nur S und Shift? Ja. Nee. Toll. Lenk ist mal dabei. Shift und S. Ja, stimmt, alles gut. Ja, dann kannst du voll die Tricks machen. Casino. Muss vom Kartell sein. Ah, ja. Wenn wir die Einrichtung samt Spielautomaten und Tischen zerstören. Hi, ne? Kommen die Reichen so schnell. Stoppie ist halt echt geil, Mann. Ah, hier ist gleich unser nächster Einsatz. Hi, Ralf. Hallo. Ich fahr mal hoch. Verlinkt doch lieber nichts. Oh, Minigun, Minigun. Scheiße, Mann. Ideal abgestiegen, Ruckler gekriegt und erschossen. Da hat direkt aufgefallen, ey. Ja, ich hab noch ein bisschen von meinem Stoff da. Keine Sorge, Mann. So läuft das natürlich schnell. Sniper links, Sniper links. Oh. Oh Mann.
Boah, ja, wir mit unserem Stealth-Modus hier mal. Ja. Das müssen wir echt mal probieren, ne? Ja, wobei jetzt sind wir mit dem Motorrad dann reingerast, das war eigentlich ganz witzig. Ich schon mal drei Stück. Man muss ja nicht immer Stealth machen. Einsatz annehmen. Da noch was, ne? So, ah! Wer schießt da noch? Sei lieb, nicht schießen. Hey, hier ist ein Santa Blanca Orden. Ist das ein Schiff? Ja. Ah, leck eine Note. Guck mal. Alles klar bei dir. Du hast auch gestern was gespielt? Ihr Poker da nicht? Mhm. Das ist Roulette, verdammt. Was müssen wir denn hier machen? Roulette spielen wir das? Nee, alle Tische zerstören. Umsatz! Hui! Also ich mach das mal Willis-Style. Ganzen Coins? Lol. Voll die Party, Mann. Fische auch, ne? Wow. Doch. Wer ist gestorben und warum? Hallo, oder? Niemand ist gestorben. Da liegt voll viel Geld rum. Ach nee, das ist Konfetti. Konfetti-Chips. Oh, Leute. Wie das Ding haben wir in die Luft geflogen ist, Alter. Bei mir ist der Punkt. Snipes ist ein Magier. Tau, du hast ihn? Oh, hier hinten. Leute. Ach, da auch noch. Ich will da noch weg. Die VIPs sind geflohen. Das Gebäude liegt in Trümmern. Dem Pionierkumpel gefällt unser Angebot. Jetzt ist das Video. Was ist mit Snipes passiert, Alter? Okay, ja, wir hauen hier wem auf die Fresse, Alter. Ich hab dem Typen. Ja, weiter hier. Oh, sieht aber schön aus hier. Oh, wir haben ein Boot. Oh. Moment, Video. Ein VIP. Munition. Dein größter Erfolg war der Sieg in der Sperma-Lotterie, ernsthaft? Wir können nur, einer rein, Mann. Das Boot. Ja, das... Oder, warte. Das Auto war mein Auto. Ich kann hier nicht einsteigen. Fahr mal. Oh. Das ist echt ein bisschen schade, dass du einfach nicht draufstehen kannst. Ja. Ich muss auch Munition erst holen. Wo bist du denn, Alter? Ich lande dann ganz normal im Wasser, ey. So. Tau, gibt's nur ganz entspannt sein Video. Ja, ich hab mal geguckt, was für Feinde wir überhaupt haben. Das ist ja richtig, ne? So, wo ist die Munitionskiste? Oben? Ja, die suche ich auch gerade. Ja, oben. Auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Ah, draußen. Ja, steht direkt daneben. Haben wir unsere Motorräder noch? Wo stehe ich denn rum hier? Hey, Tau. Ich laufe hier draußen rum. Wenn du da rausspringst, dann springe ich auch mal eine Runde. Ja, ich laufe hier draußen. Ich weiß, wo mein Auto steht. Ja, mein Motorrad steht ja auch noch irgendwo. Du bist noch so weit geflogen. Hey, wo ist mein Lambo hin? Oh, hier steht er. Mein Auto. Sorry. Warum ist der in die Luft gegangen? Sorry. Das ist mein Motorrad. Da oben. Hier draußen wäre auch noch Munition gewesen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal die Files. Wichtige Aufklärung. Nicht gut. Oh! Wollen wir nicht nochmal? Geh. Geh. Motorradgang. Geh wie Gang. Audio. Geh wie Audi. Das sah gerade aus, als wäre Ralf unter dem LKW durchgefahren. Nee, was für ein LKW? Okay. Das ist ein Lambo. In der Seite. Wir müssen ja nicht killen oder befreien. Ich bin direkt an beiden vorbeigefahren, mit der Mitte durch. Oh, oh mein Gott. Ich dachte, das wäre die Ansage gewesen, dass wir da drauf gehen. Sorry. Was heißt sorry? Ich hab verstehen lassen. Oh. Oh Gott. Mann, ich will sie doch hauen. Ja, hau doch einen anderen, Mann. Zum Beispiel den da hinten irgendwo im Wald. Ja, hier irgendwo im Wald. Der ist hinter dem Lambo links, dann hinter einer Achse gerade, der Typ. Hab ich. Noch einer, am Lambo direkt.
Nice, das war's. Danke, wenigstens einer, der umdreht. Keine Ahnung. Das war knapp. Ja, das war knapp, Mann. Let me tell you about my best friend. Dieser Lambo ist sauber. Alter. Ja, ich hab mir oben auch meinen Krallen, der auf dem Berg steht. Let me tell you about my best friend. Oh, what the fuck? Oh, das ist mein Kumpel getötet. Sorry, Bro. Er war alles für mich. Du Schwein. Ich töte dich wiederbeleben, dein Kumpel aber nicht, Mann. Scheiß auf ihn. Nein, Mann, das war mein bester Freund. Tut mir voll, tut mich leid, Mann. Ja, aber irgendwie... Ah! Der hat mich überhaupt gemacht. Das Nein, sein Zwillingsbruder ist auch tot. Da war ich frage mich nicht, was eigentlich der Sinn und Zweck der Sache ist, dass man die überhaupt so als Geisel nehmen kann. Also es gibt Bereiche, dann schießen sie nicht auf einen. Okay. Oder eben als Schutz. Fuck you! Da ist ein Motorrad, Mann. Wo? Hinter uns. Da rechts ist noch ein Freund. Ja, spielt mit euren Freunden, überfahrt meine Freunde alle. Fahren wir ein Stück weiter. Wo ist unsere Mission schon wieder hin? Aber geradeaus weiter. Okay. Ah, cool. Markiert. Ja, ich habe eine Mission genommen. Okay. Da vor uns sind aber noch die Intelligence-Dingsy-Bumsy. Ja, das vor uns, wir können schon mal mitnehmen, diese 100 Meter Teile da, ne? Wollen wir hier nochmal drauf schießen? Alter, warum schießt denn da keiner auf den Typen? Das kann nicht wahr sein. Ich steig aus dem Tod. Ich wollte drauf schießen, dabei bin ich eingestiegen. Ja, weil auch die schießen. Man schießt ja auch mit E. Ja, wollte gerade sagen, Mann. What the fuck? Abschuss bestätigt. Abschuss unser bestätigt. Wichtiges Ziel sitzt in einem Fahrzeug. Oh, der haut ab. Wo denn? Hier. Beim Auto. Der haut nicht ab. Ja, wir hatten Alarm. Nein, warum habt ihr ihn gekillt? Niemand hat ihn gekillt. Nein, deshalb liegt der liegt unter dem Auto. Lambo, Alter. Du musst ihn wieder schlagen, gibst du, Mann. Nein, ey. Da waren Schüsse und danach... Raudi, ey, Raudi. Ja, der Erste, der gesagt hat, der hat nicht geschossen, hat geschossen. So ist logisch. Ziel eliminiert. Ein Drecksack weniger. Ah, leck ein Pool. Ein Drecksack weniger, jetzt müssen wir nur noch Ralf loswerden. Mann, ich töte die ganzen Leute. Macht mal was für euer Geld, Mann, so unglaublich. Ja eben, du hattest den aber nicht so schön. Nein, die richtigen. Ach so. Geh mal hier in die Akte hoch. Ja, mach das. Wir können weiter. Die Akte. Akte X. Unidad Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Oh, Unidad. Deckung. Okay, wir sind cool. Wir sind cool, hat er. Was? Okay, wir sind cool, hat er gesagt. Der hat das gesagt. Hier ist eine Munibox, das ist cool. Hi Bruce. Hi. Hauptsache ihr parkt erstmal in der Bude hier. Läuft doch. Ich park nicht. Ich geh rückwärts hoch. Oh Leute, hast du den Zaubertrick gerade gesehen, Alter? Ja. Nice, wa? Ja, schön. Mal. Hey! Oh, wo seid ihr jetzt? Wow. Dann geh wieder runter. Sprengsatz scharf. No. Sprengsatz scharf? Wer hat einen Sprengsatz scharf gemacht? Ich hab bloß an dich. Tschüss, Snipes. Du Wichs. Aber ich hab dich schön mit dem Uli am Kopf erwischt, Alter. Ich hab ihn das schon auf dem ganzen Kontinent gesehen. Scheiße. Vorsicht, ich hab einen Lambo mit Special Effect. Ich hab auch einen Lambo. Gott verdammt. So. Hauptsache mal einen Lambo, Mann. Ja, klar. Und jag halt die ganze Hütte hoch, Mann. Ich hab ein Sonderangebot, der Wagen hier. So. Ohne Reifen. Reif zu den Jungs. Ich nehme den ohne Special Effects, der sieht besser aus. Wobei von vorne betrachtet, nee. Nicht wirklich, nicht wirklich. Wo ist denn Snipe schon wieder? Was macht der denn? Ach, der ist da hinten, der holt sich nur einen runter, deine Hütte. Ja, ich hab mir einen Charger geholt. Wow. Oh Leute. Mal ein Charger. Himmel. Alter, Sache, Leute. Mach mal Licht. Da hast du wahrscheinlich. Oh fuck, what? Perfekte Scheiße. Wow. Sag ich doch, mach mal Licht. Ich hab kein Licht mehr. Ah, doch, nein, nicht. Das wundert mich auch nicht. Leute, guckt mal auf die Minimap, wir sollten da nicht lang fahren. Sneaky, sneaky, sneaky. Auch wenn da eine Schanze ist und die sehr verlassen ist. Die Drohne ist oben. Ja, Störsender hier.
Die stören die Drohne. Gerade Störsender, den gerade. Den Störsender suche ich gerade. Hab ich gleich, Vorsicht. Tango getroffen. Warum geht es denn nicht? Warte, ich deaktiviere den Störsender. Okay, alles ist gut. Sehe ein zweites Ziel. Der ist da oben. Mit Wärme bin, siehst du den halt. Warte. Geh da mal hin. Und den Mocki kriegt ihn erst. Okay, oder? Es ist alles gut. Okay, ist alles gut, habt ihr gehört? Es ist alles gut. Ja. Ich hätte aber gesagt, es wird mal Zeit für einen krassen Cliffhanger so und den ziehen wir einfach jetzt durch. Leute, in der nächsten Folge stellen wir den Parkplatz des Ressorts. Und wir bedanken uns auf jeden Fall wieder fürs Zugucken und jo, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke euch drei natürlich fürs Mitspielen und wir sind draußen. Auf Wiedersehen. Servus. Wiedersehen. Ciao. You make this sucker shit up.